Ja, die sind alle gleich verflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Gemeint ist aber Wucherzinsen. Und Wucherzinsen war bekannt in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gab Menschen, sie haben Kapital. Also sie waren wohlhabend und waren bekannt. Was haben sie gemacht? Sie beuteten die armen Menschen aus und sie gaben ihnen Schulden, und diese Leute, sie waren so belastet, dass sie das nicht rechtzeitig zurückzahlen konnten. Dann haben sie sie noch dazu noch belastet, und dann konnten sie nicht zurückzahlen. Dann haben sie sie noch belastet und noch belastet, und daraus haben sie sozusagen ihre Gelder verdient. So eine Operation, wo einer geschädigt wird, wo einer finanziell zerstört wird und der andere reicher wird dadurch, sowas verabscheut Allah. Und das ist sehr, sehr schrecklich dargestellt im Koran. Ja, das ist das Bild von Zinsen in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist das Bild von Zinsen. Ja, sowas ist natürlich verboten. Derjenige, der das begünstigt und der das unterschreibt, und der den Vertrag schreibt, sie sind alle verflucht bei Allah, wenn es um so einen Wucherzins geht. Wallahu ta'ala a'lam.